Dankeschön. Ja, es geht um die Terrorismusrichtlinie der Europäischen Union. Und zwar haben ja im letzten Jahr Anschläge in Paris stattgefunden und daraufhin insbesondere auf die Anschläge im November 2015 hat die EU-Kommission dann reagiert. Das ist ja immer relativ bekannt, dass nach solchen Terroranschlägen dann auch entsprechende neue Gesetze auf den Weg gebracht werden, die dann für mehr Sicherheit sorgen sollen. Und auch diesmal hat sich eben die EU-Kommission da was Entsprechendes ausgedacht, damit es zukünftig eben deutlich sicherer in Europa zugeht, und hat dann relativ zügig, nämlich schon am 2. Dezember, einen entsprechenden Richtlinienvorschlag präsentiert. Richtlinien in Europa sind eben so, dass die dann von der Kommission vorgestellt werden, dann werden die zwischen EU-Parlament und Rat, die machen dann Änderungsanträge, überlegen sie sich, ob das, was die Kommission erzählt hat, Sinn macht, ergänzen das gegebenenfalls, dann wird es eben zu einem Gesetz und dann muss das eben in den Mitgliedstaaten jeweils nochmal umgesetzt werden, und da gibt es eben auch nochmal einen gewissen Spielraum, Freiraum, was dann da die einzelnen Mitgliedstaaten machen können. Das Interessante an diesem Vorschlag von der EU-Kommission ist, dass das Ganze ohne Folgenabschätzung präsentiert wurde. Üblich ist es normalerweise, dass eben die EU-Kommission, bevor sie eben irgendwelche Gesetze vorschlägt, vorher erstmal überprüft, ob die Maßnahmen, die eben von ihr vorgeschlagen werden, irgendeinen Effekt haben, ob die sinnvoll sind. Und in der Regel werden da eben auch Alternativen präsentiert. Und dann diskutiert die Kommission sozusagen ein bisschen mit sich selbst und sagt dann halt, also von den vorgeschlagenen Wegen, die es, oder von den möglichen Wegen, die es gibt, präferieren wir eben Weg 1, 2 oder 3. Und aufgrund eben dieser Folgenabschätzung, die man da gemacht hat, und das ist in diesem Fall ausgeblieben, und zwar, weil eben diese Terroranschläge stattgefunden haben und man eben gesagt hat, dass man jetzt ganz dringend agieren muss und deswegen mal ausnahmsweise auf diese Folgenabschätzung verzichtet. Also man schlägt dann eben eine Reihe von Maßnahmen vor. Insbesondere eben geht es der Kommission darum, gemeinsame europäische Standards dazu zu finden, was eben ja, Vorbereitung zum Beispiel von terroristischen Straftaten betrifft. Und hier ist es eben so, dass in den Mitgliedstaaten keine einheitlichen Regelungen gibt. Es ist zum Beispiel nicht in jedem Mitgliedstaat geregelt, wie das ist, wenn jetzt Leute ins Ausland fahren und sich da eben ausbilden lassen, um dann eben terroristische Anschläge zu begehen. Oder was eben ist, wenn ich Terrorismus in irgendeiner Art und Weise finanziere oder eben terroristisches Material veröffentliche. Hier ist es eben so, dass das nicht in jedem Mitgliedstaat strafbar ist. Hier ist es so, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten und Maßnahmen gibt. Und was die EU-Kommission eben möchte, ist, dass es dann hier eben so einen einheitlichen oder einen vergleichsweise einheitlichen europäischen Rechtsrahmen gibt, in dem dann eben definiert wird, was eine Straftat ist, die eben dann mit einer terroristischen Handlung in Zusammenhang gebracht werden kann. Diese Vorschläge, wie gesagt, sind alle ohne diese Folgenabschätzung präsentiert worden. Diese Vorschläge sind sehr, sehr schwammig. Steht dann eben sowas drin, wie dass die Finanzierung von Terrorismus eben eine Straftat sein soll. Das Ganze wurde ja dann eben auch im Anschluss vom Rat und dem EU-Parlament gelesen und ein Stück weit auch korrigiert. Also insbesondere eben zum Beispiel, was die Terrorismusfinanzierung betrifft, hat hier der Rat zum Beispiel vorgeschlagen, dass halt die Leute schon auch wissen müssen, dass sie Terrorismus finanzieren, bevor man sie eben dann bestraft. Also dass man das dann nochmal ein bisschen konkretisiert hat, weil so wie die Kommission das gesagt hat, ist halt jeder, der dann irgendwie mal irgendwohin Geld überweist und gar nicht so genau weiß, was sich dann dahinter verbirgt. Es wird dann eine Straftat beschuldigt. Jetzt ist es eben so, wenn sich eben der Rat dann durchsetzen würde, das EP hat dann auch einen ähnlichen Vorschlag gemacht, dass die Leute zumindest wissen müssen, ja, dass sie eben hier Terrorismus finanzieren, und dann ist es eine Straftat, nicht eben bloß, wenn sie Terrorismus finanzieren. Also daran merkt man schon, dass eben hier also dieser Kommissionsvorschlag sehr schwammig ist, nicht wirklich durchdacht ist und hier eben also viele Loopholes drin sind, die eben noch geschlossen werden müssen. Das waren jetzt so die schon auch eigentlich schon die einzigen positiven Vorschläge, die dann eben vom Rat und dem EU-Parlament gemacht wurden. Im Rat ist man dann noch ein bisschen weitergegangen, da hat man sich das angeguckt und hat dann eben festgestellt, wir müssen jetzt hier noch viel mehr Überwachungsmaßnahmen da reinbauen. Also unter anderem soll dann eben also es möglich sein, dass es Aufnahmen von Äußerungen, von Gesprächen eben in Fahrzeugen, in öffentlichen Fahrzeugen oder eben an öffentlichen Plätzen geben soll. Sollen Personen registriert werden können.
Also eine sehr weitreichende Überwachung des privaten als auch des öffentlichen Raums, der hier vorgeschlagen wird. Also auch recht schwammig alles, sehr weitreichend, diese Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden. Hinzu kommt, dass eben Finanzströme überwacht werden sollen, Kontenbewegungen überwacht werden sollen. Das ist eben im Rahmen dieser Terrorismusfinanzierung notwendig, nach Ansicht des Rates. Und es soll zu weiteren Überwachungen des Kommunikationsverkehrs kommen. Also der Rat, also auch eben das EU-Parlament, haben vor allen Dingen eben das Internet identifiziert als den Hort von Verbrechen und wo eben diese Terroristen die ganze Zeit miteinander kommunizieren können. Und deswegen muss man eben diesen Raum dann auch entsprechend besser überwachen. Und natürlich der immer wieder gern vorgebrachte Vorschlag, Netzsperren auf den Weg zu bringen. Also auch hier der Rat, der eben dann vorschlägt, Netzsperren auf den Weg zu bringen. Das EU-Parlament schlägt all das, was der Rat vorgeschlagen hat, auch vor und geht dann aber auch noch mal ein Stückchen weiter. Also hier will das EU-Parlament dann zum Beispiel auch die Entwicklung für ausschließlich für terroristische Zwecke bestimmte Schadsoftware unter Strafe stellen, was auch immer das so genau sein soll, aber also es muss auf jeden Fall hart bestraft werden. Und eben das EU-Parlament, also insbesondere die Berichterstatterin Monika Hohlmeier von der CSU, die eben hier die Position für das EU-Parlament erarbeitet, hat dann eben auch noch Anonymisierungsdienste als Problem herausdestillieren können und spricht dann also auch explizit vom Tor-Netzwerk zum Beispiel, was dann eben ein großes Problem darstellt und was dann eben auch ein Stück weit, reguliert werden oder überwacht werden soll, wie auch immer das dann halt konkret funktionieren soll. Also auch hier das EU-Parlament, der Rat auch immer teilweise sehr, sehr schwammig in den Formulierungen. Aber es ist eben so, dass diese Positionen durchaus mehrheitsfähig sind. Im EU-Parlament erwartet man jetzt die Abstimmung Mitte Juni. Es war vorgesehen, eigentlich diese Abstimmung im Innenausschuss des EU-Parlaments gestern durchzuführen. Hier konnte man sich aber bisher noch nicht einigen. Also gibt es eben noch Streit über die Kompromissänderungsanträge. Also insgesamt wurden 438 Änderungsanträge eingereicht im EU-Parlament, im Innenausschuss. Und diese, weil man da nicht 430 Mal abstimmen möchte und viele Änderungsanträge sich eben ähneln oder teilweise auch eben wortgleich sind, wird dann versucht, im Ausschuss Kompromissänderungsanträge zu finden. Das bedeutet eben, dass viele Änderungsanträge zu einem großen Änderungsantrag zusammengefasst werden. Momentan hat man da eben so, ich glaube, 12 Grad solche Kompromissänderungsanträge verfasst und da streiten jetzt eben die Fraktionen noch so ein bisschen über das Wording. Im Kern geht es aber eben tatsächlich um die Sachen, die hier schon genannt wurden, die eben dann tatsächlich auch schon mehrheitsfähig sind. Es ist dann eben so, dass wenn dann Mitte Juni abgestimmt wird, während der Fußball-Europameisterschaft, das geht dann auch noch ins Plenum, also es soll dann eigentlich noch so gerne jetzt vor der Sommerpause im EU-Parlament abgestimmt werden. Und von daher ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man sich jetzt auch an die EU-Abgeordneten wendet. Es ist oft so, dass wenn eben im Ausschuss des EU-Parlaments eben eine Position festgezurrt wurde, dass wenn diese dann ins Plenum geht, meist mit nur kleinen Änderungen dann auch angenommen wird. Von daher ist es eben sehr entscheidend, jetzt in dieser Phase, wo dieser Ausschuss noch nicht die finale Position gefunden hat, eben die Abgeordneten dieses Innenausschusses, des Liebeanschusses zu kontaktieren. Wir haben da heute auch so eine kleine Seite ins Internet gestellt, wo ihr eben kostenlos die EU-Abgeordneten des Innenausschusses anrufen könnt. Und dann eben euch dafür einsetzen könnt, dass es eben keine Netzsperren geben soll, dass diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, die ich da vorhin eben erläutert habe, wegfallen und dass eben auch diese Angriffe auf die Anonymisierungsdienste passé sind. Also von daher rufen wir euch dazu auf, geht auf unsere Seite, nutzt dieses kostenlose Anruftool, es funktioniert relativ einfach, ihr gebt da eure Telefonnummer an, dann werdet ihr angerufen. Und daraufhin nehmt ihr den Anruf ab und werdet dann eben direkt mit dem Abgeordneten verbunden. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt dann direkt mit dem Abgeordneten sprecht, sondern vielleicht nur mit dem Assistenten, dann könnt ihr diesen Menschen dann auch erzählen, was euch da auf dem Herzen liegt. Und je mehr Leute das machen und je mehr eben offensichtlich ist, dass es da auch einen öffentlichen Druck gibt, ist es vielleicht möglich, zumindest einige dieser Maßnahmen da vielleicht wieder aus diesem Gesetz rauszukriegen. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt während der EM durchgepeitscht. Alles ohne Folgenabschätzungen. Von daher wird eben versucht, wieder mal so eine Maßnahme unter dem Radar der Öffentlichkeit durchzubringen. Und bevor wir dann hier in 2 Jahren stehen und irgendwie mit Netzsperren rumhandeln,
wäre es halt cool, wenn man sich jetzt einbringt und dann eben jetzt schon versucht, sowas zu verhindern. Also geht auf unsere Seite, schaut euch den letzten Blogbeitrag an. Da sind die Argumente auch nochmal aufgelistet. Ihr findet dort auch die Links zu den Änderungsanträgen vom Rat und im EU-Parlament, auch zum Kommissionsvorschlag. Das sind halt ein paar hundert Seiten. Wer sich das nochmal alles detailliert durchlesen will, kann das gerne tun. Ansonsten eben dann einfach auf die Zusammenfassung zurückgreifen und dann fröhliches Anrufen. Viel Spaß. Danke.